Den Stellplatz an der Schöpfwerkinsel in Iljenvoort, den haben wir im Mai besucht. Herzlich willkommen zu meiner Stellplatzreportage. Iljenvoort ist ein kleiner Ort mit 1600 Einwohnern, nicht weit von Cuxhaven, südlich von Cuxhaven, und man hat etwa 12 Kilometer bis zur Elbmündung. Der Stellplatz an der Schöpfwerkinsel ist noch recht neu. So wurden, während wir dort waren, auch noch zwei Infotafeln aufgestellt. Von oben sieht man jetzt, der Platz ist wie ein Dreieck. Er ist geschottert und nicht parzelliert. Für 12 Mobile ist der Platz ausgewiesen und dafür gibt es auch Stromanschlüsse. Strom wird nach Zeit berechnet, 6 Stunden kosten 1 Euro. Eine moderne Entsorgungsstation ist auch vorhanden. Entsorgung ist kostenlos, Wasserzapfen 80 bis 100 Liter 1 Euro. Sehr schön ist hier die Natur. Die kann man hier voll genießen. Das kleine Flüsschen Medem läuft direkt am Stellplatz vorbei. Nicht weit vom Stellplatz entfernt ist auch ein Kanuverleih und auch Bootstouren kann man von da aus buchen. Die Zufahrt zum Stellplatz ist von der Durchfahrtsstraße des Ortes aus beschildert. Die Zufahrt zum Stellplatz geht über eine Brücke und die ist mit 6,5 Tonnen begrenzt. Jetzt vom Platz aus zur Ausfahrt. Die Ausfahrt ist nicht sehr breit, aber ohne weiteres machbar. Vor der Brücke muss man eventuell nochmal rangieren, weil man sonst über die etwas schmale Brücke nicht rüberkommt. Der Ort Iljenvoort ist etwa 1 Kilometer vom Stellplatz entfernt und kann man zu Fuß hingehen, kann man aber auch natürlich mit dem Fahrrad hinfahren. Im Ort gibt es Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants gibt und eine Besonderheit, es gibt einen Landfrauenmarkt. Der Landfrauenmarkt ist immer zweimal im Monat an den Wochenenden. Ich weiß allerdings nicht mehr genau, an welchen Wochenenden er ist. Hier werden Waren angeboten, die von den Landfrauen selbst hergestellt werden bzw. aus der Region kommen. Man findet hier Lebensmittel oder sprich Gemüse, Obst und auch Fleisch und Fisch. Im Gebäude gibt es auch noch einen Café, dort kann man Kaffee trinken und Kuchen essen. Im Außenbereich gibt es die Möglichkeit, eine Bratwurst zu essen und auch ein Bier zu trinken. Gut geeignet ist diese Region natürlich zum Radfahren. Und so haben wir uns auch auf den Weg gemacht Richtung Meer. Es gibt immer wieder die Möglichkeit, mal eine Pause zu machen und dabei die Landschaft oder auch wie hier zum Beispiel diese schöne Windmühle zu genießen. Eine Besonderheit haben wir uns auf unserer Radtour auch gesehen, auf einem Obsthof, einen Serviceautomaten für Äpfel, Apfelsaft und so weiter. Die Gelegenheit haben wir natürlich auch genutzt und eingekauft. Hier unten. Meiste Ware per Schein oder Münzgelder. Nummer des Faches über Tastatur eingeben, Fach öffnet sich, Rückgeld entnehmen. Ah, gut. Guten Tag. Hat super geklappt, guck mal. Ja. 1,50. Nachdem wir uns mit einem Apfel gestärkt hatten, ging es dann weiter Richtung Deich. Und so haben wir dann über den Deich geschaut auf die Elbmündung. Vom Stellplatz bis hierher waren es ca. 10 Kilometer, also gut mit dem Fahrrad zu erreichen. Wir haben dann noch den Ort Otterndorf besucht, ein schöner Ort. Dort sind wir eingekehrt und haben uns dann nochmal gestärkt, bevor es dann weiter Richtung Heimat ging.
Mit Heimat meine ich natürlich den Stellplatz in Ilienwort. Für unsere Tour haben wir eine Radwanderkarte verwendet, um den richtigen Weg zu finden. Wir haben 3 Tage auf diesem Stellplatz gestanden. Für uns war alles okay. Jetzt entsorgen wir nochmal, bevor wir dann die Rückreise antreten. Das finde ich auch immer gut, wenn man durchfahren kann und nicht in eine Bucht fahren muss, um zu entsorgen. Jetzt wird es nochmal ein bisschen knifflig. In einem Zug komme ich nicht rum auf die Brücke, muss also dann nochmal umsetzen, aber kein Problem. Es läuft alles prima, ich komme gut drüber. Ja, das war meine Reportage über den Stellplatz in Ilienwort. Alle Daten zu dem Platz findet ihr wieder unter dem Video im Text oder natürlich auf meiner Internetseite. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.